Ahoi, liebe Schottland-Freunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Wir sind noch in Edinburgh. 9.31 Uhr haben wir es hier in dieser Zeitzone. Es wäre dann 10.31 Uhr in einer anderen Zeitzone. Richtig. Es wird langsam Zeit. Alle machen sich hier bereit. Und wir wollen auch uns bereit machen. Genau. Ne? Fair und Entsorgung wollen wir noch. Mhm. Aber wann geht's, wenn überhaupt, denn los in diesem Video? Naja, immer nach dem Intro. Ja, wenn du das sagst, wird's wohl stimmen, ne? Es wird Zeit, dass Buggy seine Augen bekommt. Genau. Ui, ich sehe nix. Ein Star. Ich sehe nur nix. Das sieht bestimmt sehr lustig aus. Ja, sieht es. Ja, wir werden das machen. Man hat ja gesagt, eigentlich muss man das wohl nicht machen. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Wir haben auch mal so rumgeguckt. Einige haben es echt nicht draufgeklebt. Ja, Leute, denkt immer daran, ihr braucht das Licht gegebenenfalls auch bei Regen. Das ist nicht nur in der Nacht, dass es blenden kann, sondern auch wenn es schlechtes Wetter ist oder wenn ihr in den Tunnel reinfahrt und so weiter und so fort. Ich würde die Dinger einfach kleben. Ganz ehrlich, die kosten nicht viel. Ich glaube, wir haben jetzt 6 Euro dafür bezahlt oder sowas. Keine Ahnung. Scheiß was drauf. Auf jeden Fall, was er auch gemacht hat, er hat ein bisschen die Scheibe gewischt. Ja genau, sauber gemacht, damit ihr natürlich was gucken könnt. Und aber auch nur ein bisschen. Die Scheibenwischer, die Scheibenscheinwerfer. Naja, besser habe ich es nicht sauber gekriegt, weil die Insekten, die kleben schon wie Teufel da dran. Müssen wir mal eine Katze suchen, die das ableckt. Gut, du klebst das jetzt und vielleicht zeige ich es oder vielleicht zeige ich auch nicht. Das werden wir dann sehen. Genau. So, fair und entsorgt haben wir erledigt. Das ist das Gute hier am Platz. Das ist alles mit drin im Preis. Wie gesagt, ist ein relativ. Es ist halt ein LKW-Parkplatz. Hier können LKW-Fahrer nämlich wunderbar auch stehen. Hier aber schon so ausgelegt auf die Wohnmobile, weil wir haben eine richtige Entsorgung. Also, das heißt, eine richtige Grauwasserentsorgung und auch. Für die Toilette ist auch super. Also ist alles super gemacht hier. Ja, LKWs kommen und fahren, die fahren natürlich frühs los. Das ist ein bisschen lauter, das muss man wissen. Ja. Aber mein Gott, wir sind froh, dass es hier etwas gibt. Der Bus fährt hier keine 500 oder 600 Meter ist er entfernt. Also ist auch super gelegen. Was will man mehr? Ja, Stefan, jetzt musst du mal was zeigen, was auf dein, irgendwas klebt auf deinem Lenkrad. Hast du nämlich so eine Skizze gemacht, also das Drive Left, das ist jetzt nicht das ganz große Problem, das hat er langsam Intus schon. Ja, mal gucken, wie es jetzt heute ist. Also jetzt 2 Tage nicht mehr gefahren, schon hat er alles wieder vergessen. Schauen wir mal, also zumindest einen Tag nicht gefahren. Ne? Aber wichtig ist halt dieses Meilen pro Stunde und Kilometer pro Stunde, damit wir das ungefähr haben. Ja, die habe ich mittlerweile auch schon drauf. Ich weiß, dass 20 km/h, das ist so um die 30, also 32, 20 Meilen pro Stunde, Entschuldigung, ist natürlich so um die 32, also ist 32 km/h. Und das ist halt ganz gut, also so die Standard Dinger, die man immer wieder braucht, hat man schon relativ schnell dann drin. Genau. Ja. So, wir wollen jetzt zu den Pferdeköppen. Normalerweise abends viel besser, weil alles beleuchtet und Wasserspiele. Aber es liegt jetzt auf dem Weg und wir gucken uns lieber jetzt einmal an und vielleicht auf dem Rückweg ein zweites Mal, wenn es dunkel ist, aber lieber jetzt anschauen. Nachher kommen wir gar nicht mehr dran vorbei und das wäre schade, weil ich habe gute Sachen bei Instagram gesehen. Ja. Und auch vielleicht im Hellen ist es schön. Die Sonne scheint, wir haben Bock. Ich würde sagen, los geht's. Ne? Genau. Ab geht's. You came along, couldn't look away. Somehow you turned my life completely upside down. And since you've been gone, there's no peace of mind. So, wir haben uns weiter bewegt, als wir eigentlich wollten. Wir wollten ja zu diesen komischen Köppen, aber ihr habt sie gesehen. Auf der Autobahn, genau. Wir haben sie uns kurz mal da angeguckt und haben gedacht, es ist noch was Schöneres hier. Genau, wir sind ja... oder für uns Schöneres, aber... Also wir sind ja eher interessiert an technischen Highlights. Und ich muss sagen, das, was wir dort haben, und zwar so Wallkirk Wheel
finde ich persönlich viel, viel interessanter. Hier kann man übrigens auch Kanu fahren, ne? Also ja, ist alles hier möglich. Das ist nämlich ein Schiffshebewerk, was sich im Kreis dreht. Genau, also was richtig Besonderes. Und deshalb haben wir gesagt, wir schauen uns das einfach mal an. Und ja, sind wir mal gespannt, was das alles hier noch so bringt. Haben auch noch mehrere Sachen. Wir haben es ja gerade mal 11.10 Uhr. Also es ist ja noch am hellen Tag. Und was richtig genial ist, das Wetter. Ja, richtig passt. Passig. Und ja, sind wir mal gespannt, was man sich da anschauen kann. Und die Bilder gibt es jetzt für euch zu sehen. Ein Rad, was sich dreht, a wheel. Na, eigentlich sind es ja zwei Räder, ne? Ja, irgendwie. Eins oben, eins unten. Also da drehen sich die Schiffe zumindest da drin. Ne? Also das ist, nenne ich mal, ein Schiffshebewerk der ganz besonderen Klasse. Sieht schick aus. Ja. Und wie gesagt, wir haben richtig Glück gehabt, dass gerade die Bötchen da gefahren sind. Mhm. Und wie gesagt, das Wetter ist ja genial. Anders kann man es gar nicht sagen. Schöner Sonnenschein. Ja, bisschen windig, aber na gut. Ja, es geht, vom Wind geht es aber eigentlich. Wir hätten, es war schon schlimmer. Ja, das stimmt. Wir wollen jetzt Richtung, wie sagt unser Navi andauern? Der sagt ja nicht Stirling. Nee, Stirling nicht. Stirling oder Stirling. Auf jeden Fall völlig falsch. Auf jeden Fall, wir wollen jetzt Richtung Stirling. Ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Stirling wollen wir auf jeden Fall. Da gibt es ein Schloss. Da gibt es ein Monument und wenn das Wetter so gut ist, dann wollen wir uns das natürlich auch anschauen. Auf jeden Fall. Und gute Bilder, denke ich mal, gibt es jetzt noch zu sehen. Ja, schauen wir mal. Ein Satz mit X. Das war wohl nichts. Wir wollten ja zum Stirling Castle. Da oben seht ihr es irgendwo. Ne, da oben ist es. Aber keine Chance. Die Parkplätze, die vielleicht wo Wohnmobil hinpassen könnte, natürlich alle voll. Die nutzen das geile Wetter aus. So dass wir uns jetzt überlegt haben, wir laufen hier auf einer Anhöhe. Ne, da hinten ist Buggy. Zu der Seite. Ne, also einen schönen Weg musste man jetzt hier hochlaufen. Und Stefan hat die Drohne mitgenommen. Wir versuchen es, bei diesem extremen Wind
einfach mal hoch zu fliegen, dass wir euch ein bisschen was von dem Schloss zeigen können. So werden wir es nicht besuchen, spart wieder Massen an Geld bei uns. Ja, ich will mal gucken, wie viel Windgeschwindigkeit wir hier so haben. Ich sehe auf jeden Fall, dass da gegenüber ein Golfplatz ist. Naja, die hast du ja halt immer. Also wenn Dirk mal nach Stirling fahren will, nochmal, könnte er, hier ist ein Golfplatz. Genau. So, und jetzt geht dann... Ja, die App muss erst geladen werden, das dauert einen Moment. Naja. Mann, so haben wir noch keine App. Mann, jetzt wird sie installiert. Wäre es nicht einfach, ich hätte in der Wetter-App geguckt. Ich weiß nicht, ob man das da sieht. Ich habe hier eine extra App für Windgeschwindigkeiten. Ach, das war die falsche App. Naja, war ja klar. Egal, muss ich gleich nochmal gucken. Na, wir gucken jetzt einfach mal nach. Also Wind haben wir aktuell, Windböen bis zu 55 Stundenkilometer. 65, ja doch 55, ja ein bisschen drüber, ne, so 60 rum. Ja, also. Eigentlich zu viel für die Drohne, aber naja. Wir probieren es trotzdem aus und wenn das geklappt hat, dann seht ihr jetzt ein bisschen Aufnahmen vom Schloss von oben und wir wollen gleich zum nächsten Hotspot, zum Monument, ne? Ja, schauen wir mal, ob wir da einen Parkplatz kriegen, ob das besser läuft. Genau, die Heiligtümer, was ist das? Harry Potter? Das ist jetzt Herr der Ringe. Herr der Ringe. Wir verlassen Harry Potter und gehen zum Herr der Ringe. Mein Gott. Ach, ein Aufstieg war das. Ja, naja. 40 Höhenmeter. Ja, aber sehr steil nach oben gehend. Es geht nachher steil runter. Also. Aber dafür eine bombastische Aussicht. Wirklich. Ja, mega. Unter anderem auf das Stirling Castle. Das sehen wir von hier. Ich glaube, das müssen wir einblenden. Ja, ich habe Fotos gemacht. Vielleicht ist das sogar besser.
Ja, auf jeden Fall haben wir uns jetzt eine Kuchenzeit verdient. Genau, ist ein leckerer Marmorkuchen. Ja, findet ihr in Buggys Komplizenstudio. Ja. Falls ihr wissen wollt, wie das geht. Mit Omnia, nicht mit Rocktrail oder Ender. Klassisch Omnia. Wahrscheinlich geht das andere auch alles natürlich. Wahrscheinlich die funktionieren ja ähnlich. Also alles das wird gut. Alles funktionieren, aber irgendeiner muss ja jetzt Omnia noch die Stellung halten. Ja, und das sind wir. Unsere ganzen Freunde wechseln ja gerade wie blöde die ganzen Sachen. Ja, ist auf jeden Fall. Okay. Schöne Aussicht haben wir. Mal schauen, was wir dann machen. Wahrscheinlich werden wir von hier aus entweder gucken, ob wir noch einen Bullet Point haben, also ein Point of Interest, oder ob wir uns einen Schlafplatz suchen. Das wissen wir noch nicht. Genau, das werden wir ganz entspannt sehen. Auf jeden Fall ist hier ganz schön viel Wind. Also Drohne fliegen habt ihr ja eben gesehen, das ging auf dem anderen. Beim Schloss irgendwie ging das schon, aber hier gibt es hier darf man's gar nicht. No Drone Flying Zone, also das heißt verboten. Man könnte eine Lizenz sich erwerben oder beziehungsweise nicht erwerben, sondern man müsste eine Lizenz beantragen. Wo, wie, was, keine Ahnung, machen wir nicht. Ist eingeblendet, das Bild habe ich ja fotografiert, wo es drauf stand. Ah ja. Und da steht das alles drauf. Also wenn ihr Drohne fliegen wollt, dann müsst ihr euch vorher erkundigen, ob ihr da irgendwelche Lizenzen für kriegen könnt oder sowas. Also wir haben es jetzt nicht getan, auch wenn es schön wäre, aber wir lassen es. Alles man gut. Man muss ja nicht alles haben. Richtig. So, und jetzt machen wir Kuchenzeit. Mahlzeit. Da waren wir nochmal 1 Stunde 15 unterwegs und sind jetzt in den West Highlands gelandet. Ihr habt gerade die Fahrszenen gesehen. Der Stellplatz haben wir hier bei Park4Night gefunden. Ein Klick-Parkplatz könnte man fast sagen. Ich habe drauf geklickt, habe gedacht, jupp, der ist es. Fertig. Genau, direkt an der A82. Irritierend war jetzt für mich natürlich, ich lese so einiges, es ist an Fort William an diesem Wochenende wohl irgendwas mit Cycle, irgendwas Event. Also ich habe auch hier schon viele Motorradfahrer gesehen. Mal gucken, was es ist, weil Cycle könnte jetzt Motorrad, könnte jetzt, also weil eigentlich Bicycle ist Fahrrad. Motorcycle, ja, keine Ahnung. Also ich werde es uns überraschen, was das morgen bringt. Auf jeden Fall beenden wir hier jetzt das Video, denn wir haben immerhin einmal das Schiffshebewerk gesehen, das Besondere. Wir haben das Castle in Stirling gesehen, wir haben das Wallace Monument. Ich glaube, das reicht aus für ein Video. Wir wollen euch ja nicht völlig überfrachten. Ja. Und außerdem müssen wir gucken, dass die Videos auch nicht extrem groß werden. Also eigentlich idealerweise wir so erleben 6 GB. Sicherlich noch viel mehr. Und von daher, und wenn es mal ein Tag ist, wo wir halt Regen oder sowas haben. Wir nutzen das Wetter halt jetzt so ein bisschen aus. Ne? Ja, es sind draußen
eigentlich nur 16 Grad, gefühlt natürlich ein bisschen wärmer. Das Auto hat hier eben 20 gesagt, aber... Ja, steht doch voll in der Sonne, ne? Nee, das war ja vorhin in der Fahrt, aber Laber. Egal. Auf jeden Fall, es ist angenehm hier, schöner Platz, den stellen wir euch aber im nächsten Video vor. Solange sagen wir, bleibt uns gewogen, bleibt gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder, an dieser Stelle wieder, beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss. Achso, PS. Jetzt seht ihr noch geile Szenen vom Platz. Ach so. Ja, nicht vergessen. Dranbleiben. Dranbleiben. I'll take it as a sign.